Anke, ich weiß nicht, von wo sie angeflogen gekommen ist, aber das ist natürlich ein tolles Blatt, ja. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist, ob das jetzt eine Kopie ist, ob sie das irgendwo gesehen hat, also oder als wirklich als reales Objekt vor ihr stand. Also was mir hier dran gefällt, und guckt euch das wirklich an, also sie modelliert schon sehr, sehr schön die verschiedenen Grauflächen zueinander. Und ich ahne fast sogar ein Muster auf dem Stoff. Ich weiß es nicht genau. Die Kopie ist jetzt auch nicht die beste. Aber das sind schon tolle Sachen. Also wenn man so einen Faltenwurf, an dem mal dran bleibt, wirklich auch mal stundenlang an dem zeichnet, den Faltenwurf wirklich dahinsetzt und versucht, ihn mal durchzubilden. Es gibt viele Faltenwürfe, die ihr mir schickt. Da merke ich, entweder ist das Sehen noch nicht so bei euch angekommen, sondern... Oder ihr habt zu wenig Zeit investiert. Ein Faltenwurf dauert lange. Ja, das ist also nicht so, was man mal ganz schnell husch husch machen. Also erstmal die ganze Figur erstmal greifen und dann die Falten auch verstehen. Manchmal stehe ich dann auf, gucke mir nochmal an, wie geht denn diese Falte in den Raum rein? Ja, also wenn ihr nur die Grauwerte anguckt und nicht genau wisst, wie die Falte wirklich läuft, dann versteht ihr auch das Lichtspiel nicht so genau. Ja? Aber wenn ihr die Falte begreift, wie sie wirklich sich eben faltet, dann wisst ihr, könnt ihr fast ahnen, dass sozusagen hier das Licht ist. Ihr könntet das dann fast schon aus dem Kopf zeichnen. So wird es ja später dann werden, dass ihr einfache Faltenwürfe aus dem Kopf zeichnen könnt. Ja? Und das ist eben etwas, was uns dann natürlich eine ungeheure Freiheit gibt, frei zu zeichnen, vom Objekt zu zeichnen oder sonst was zu machen. Anke, tolles Blatt.